Nachdem der Sommer 2013 in den letzten Wochen doch noch die Kurve gekriegt hatte, richteten sich auf der SABU-Messe die Augen der Händler in Richtung Frühjahr-Sommer 2014. Zuvor nutzte SABU-Geschäftsführer Ralf Hanus die Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen. Es ist nicht so schlimm gekommen, wie so mancher noch im Juni befürchtet hatte. Wir erinnern uns am Gardasee, da saßen wir alle zusammen und ich sagte damals schon, wir haben noch 11 Wochen Sommer und der Sommer ist in der Tat gekommen und hat uns doch noch letztendlich passable Ergebnisse eingespielt. Aufgrund der Neuordnung der Messelandschaft rechnet Ralf Hanus mit einer Stärkung der SABU-Messe ab Sommer 2014. Ich stelle mir jetzt vor, die GDS ist Ende Juli nächsten Jahres. Dann sind wir mit einem Termin um den 20. August herum völlig richtig. Und das wird sich auch in der Zukunft genauso in den Rhythmus gehen. Also das ist für uns gut, weil hier wird geordert. Die modische Innovation steckt in der kommenden Sommersaison vor allem in den Farben. Das Bild wird ruhiger, Naturtöne werden stark besprochen. Dazu ist die Kombination aus Schwarz und Weiß ein Favorit der Modeexperten. Während bei den Herren blau gesetzt ist, kommen bei den Damen außerdem Metallics ins Spiel. Wir dürfen zum Schluss nicht eine beige, braun, gold, graue Einheitssoße in den Fenstern zeigen. Es gibt noch Farbe in den Sortimenten. Man sollte auch Minimalfarbe kaufen, um einfach die Fenster interessanter zu machen. Natürlich kann man über metallisierte Oberflächen, Gold- und Silberoptiken einiges wettmachen. Schwarz tun wir uns fast ein bisschen schwer mit den Empfehlungen. Wir haben es jetzt mal so über alles 30% empfohlen. Interessant wird sein, wie sich Spitzeformen entwickeln. Ich denke, die eine oder andere Verbraucherin wird sich freuen über Spitzeformen, dass es sie wieder gibt. In dem Zusammenhang wird es auch interessant sein, wie sich Sling entwickeln. Das sind ja auch beliebte Schuhe, weil sie einfach die korrekte Art sind, offene Schuhe zu tragen. Eine Zeit lang waren Sling gar nicht wegzudenken. Und ansonsten natürlich aufpassen, dass man auch für die Zeit, eben wo es noch nicht Hochsommer hat, dass man dann entsprechend Sneaker hat, dass man Ballerinen hat, dass man die richtigen Stiefel hat für diese Zeit, weil das waren ja auch die Leistungsträger in der letzten Saison gewesen. Traditionell steht die Marke Think für farbenfrohe Kollektionen, aber auch hier tritt eine Beruhigung ein. Wie Sie schon gesagt haben, steht Think für Farbe. Auf der anderen Seite muss man schon sehr stark auch sehen, dass die Farben etwas zurückgehen, die Buntheit etwas zurückgehen. Wir sehen auch sehr stark, dass wir Naturtöne sehr gut verkaufen. In Details muss bei Sync die Farbe zum Einsatz kommen, wenn man zum Beispiel die Sohlen sieht oder die kleinen Durchzüge, die wir hier haben, da muss man die Farbe natürlich in den Schuhen drinnen haben. Ein gutes Beispiel ist auch hier die Sohle, wo wir Textil eingelegt haben in Gummi. Da kommt die Farbe wieder durchaus zum Einsatz bei uns. Die Sandalen sind Gott sei Dank durch das gute Wetter im letzten Monat sind sie noch sehr gut abverkauft worden. Bei Sandalen setzen wir zum Beispiel auch sehr stark auf höhere Schäfte und Schaftlösungen, die aber trotzdem sehr praktisch zum Anziehen sein müssen, zum Beispiel mit Klettverschlüssen. Das funktioniert sehr gut. Neben Sandalen sehen wir sehr stark sommerliche Schuhtypen, geschlossene Schuhtypen, aber die sind dann eben zum Teil ungefüttert und dadurch hat man einen sehr langen Verkaufszeitraum. Ein Rückkehrer auf die SABU-Messe ist das italienische Label Lamica. Der Fokus liegt hier auf Passform. Wir bei Lamica sind mehr auf Tragbarkeit und wir haben dann in die neuen Materialien gemacht. Und wenn man Materialien sieht, dann hat man Materialien mit Glanz, aber man soll auch nicht übertreiben. Aber wir merken, dass die gut passenden Formen wieder gefragt sind und leichter gekauft werden als die ganz neuen Formen, die man ausprobiert. Ganz neu auf dem deutschen Markt ist das Label New Zealand Auckland, das bislang vor allen Dingen im HK-Bereich erfolgreich war. New Zealand Auckland ist eine holländische Marke, ist in die Bekleidung groß und kommt mit einer Kollektion, die rough und tough ist. Und wir bringen da auch noch jetzt eine Schuhkollektion dabei. Und wir möchten gerne die Marke verankern in die Schuhbusiness. Zwei Themas ist in Casual und in Sportbereich. Und der Sportbereich ist die Canvas-Thema. Fangen wir an 69 auf 59,95 und dann gehen wir nach der 79,95. Und da noch bei kommt dann, dass wir die Casual-Schuhe auch im Leder haben, mit allen Details von der Bekleidung. Und wir fangen jetzt an. Das ist das erste Mal, dass wir auf der SABU-Messe sind und wir sind gespannt. Die kommende SABU-Messe findet vom 22. bis 23. Februar 2014 statt.